herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind bei wunderschönem Wetter wieder auf dem Bilzer Berg angekommen. Optimales Wetter, 10, 15 Grad, Sonne scheint, kein Regen und heute wird geballert. Die letzte Folge nicht gesehen haben, wir haben geändert. Wir haben endlich ein paar Semis drauf. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir machen das Ganze in kleinen Schritten, deswegen hat das so lange gedauert. Jetzt haben wir einen Nankang AR1 drauf, gleiche Größe wie original, weil da wirklich viele Leute gesagt haben, der soll gut funktionieren. Wir haben vorne und hinten noch mal krassere Belege drauf. Hinten ist die Bremse auch ein bisschen größer jetzt. Das heißt, wir haben jetzt eine größere Bremsscheibe, 265 mm hat die jetzt. Dann habt ihr ja im letzten Video ja gesehen, waren wir bei H&R. Das Auto hat vorne einen weicheren Stabi bekommen. Weicher als Serie. Und ja, sonst haben wir nur noch schnell hier eine Ansaugung gebaut. Der Luftfilter sitzt jetzt hier hinter. Und die Klimaanlage ist soweit rausgeflogen, damit einfach unser Ladeluftkühler und Wasserkühler besser angeströmt wird, beziehungsweise der Wasserkühler. Der Ladeluftkühler sitzt ja davor und zusätzlich gibt es auch dieses schöne offene Gitter ohne Nebelscheinwerfer, dass die ganze Front jetzt einfach ein bisschen mehr durchströmt wird. Zusätzlich endlich im Innenraum vernünftige Sitze, vernünftiges Lenkrad, dass wir hier mal ein bisschen mehr Motorsport-Feeling in die Kiste reinkriegen. Ja. Ah nee, und ganz wichtig, Querlenker vorne. Habe ich euch gezeigt, diese einstellbaren Uniballlenker. Ich bin der Meinung, man sieht es sogar auch. Weil hier vorne kaum noch Platz, mehr Platz. Das heißt, darüber wurde jetzt der Nachlauf und Sturz eingestellt. In dem Fall der Nachlauf, das heißt, das Rad ist weiter nach vorne gekommen. Wir haben einen größeren Radstand. Und ich bin wirklich gespannt, wie das fährt. Ob sich das Ganze jetzt ein bisschen direkter, konstanter und so weiter lenkt. Und auf jeden Fall mit den Reifen hoffe ich, dass wir Runde für Runde die gleiche Performance haben und der nicht so schnell abbaut wie der Michelin-Reifen, wie der Pilot Sport 4. Ne? Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns auf der Strecke. So, die allerersten Meter, wir sind wirklich noch gar nicht gefahren. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Radlager, Antriebswelle und so weiter funktioniert, sondern wir sind wirklich direkt außer Werkstatt auf dem Bilzer Berg. So, jetzt war dummerweise die Strecke bis eben gesperrt. Das heißt, hast du den Kopf gestoßen? Die Strecke war gesperrt, das heißt, hier ist jetzt natürlich die Hölle los. Jetzt wollen alle ballern, aber wir kriegen das trotzdem hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hoffentlich. So, das heißt, wir werden uns jetzt einfach erstmal ein paar Runden einrollen und dann müssen wir eh noch einmal raus zum Luftdruck checken und so weiter. So, wir lassen jetzt erstmal TTC mal aus, weil ich ja der Meinung bin, dass die Bremsbeläge vorne vielleicht verschlissen waren, weil das TTC die ganze Zeit regelt. Und ESP, was wir jetzt hier unten an- und ausmachen können, lassen wir auch einfach erstmal zur Sicherheit an. Und dann gewöhnen wir uns erstmal ein bisschen dran. Oh, wir hören auf jeden Fall jetzt mit unserer neuen Ansaugung endlich mal Turbolader. Ja, ist auf jeden Fall direkt andere Kulisse gewesen. Ja. Jawohl. Ja, Lenkrad ist gleich ganz anderes Feeling. Gleich ganz anders. Okay, Strecke ist natürlich randvoll, die lassen wir nochmal durch. Und den BMW auch noch. Da hängen wir uns da dran. Antriebswellen hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. So, hier war die Kurve Öl ist. Und zeitgleich, wir müssen auch die Bremse ein bisschen einbremsen. Die war ja bekanntlich auch neu. Ja, krass. Ganz anderes Auto. Das ist unglaublich, was Sitze und Lenkrad ausmachen. Oh, da hat er, glaube ich, ein bisschen geschliffen, ne? Ja. Klingender Rasierer. Da müssen wir dann auf jeden Fall gleich mal gucken, wo er da streift. Hey. Endlich Autofahren, Alter. Ist echt krass, was das bisschen jetzt der Unterschied. Man kann gleich viel genauer das Auto irgendwie so fahren. Ne? Ich meine, klar, wir sind jetzt noch Welten vom Limit und Schnellfahren entfernt. Aber trotzdem würde ich schon sagen, geht da richtig was.
Was schon mal gut ist, Antriebswellen. Boah, geil, guck mal, wie das Ding einlegt. Ja, viel besser. Merke ich sogar als Beifahrer. Das fängt auch jetzt an, richtig mal Spaß zu machen. Auch hier so, wo er sonst immer tierisch untersteuert hat, ne? Können wir hier jetzt endlich richtig. Geil. Okay, ich weiß jetzt schon, was ich hier gleich für ein. Wie ich hier gleich Lackpeitschen alleine werde. Aber vorher müssen wir auf jeden Fall einmal das Schleifen kontrollieren und Luftdruck. Ich merke, das ist ja krass, ich merke an der Ansaugung, dass er viel freier rausdreht. Weil ich habe das Auto tatsächlich eben gerade volles Ballett im Begrenzer gedreht. Das passiert mir sonst auch nicht, weil ich eigentlich vorher schon immer vom nächsten Gang schalte. Bremse fühlt sich auch welten besser an. Ich fühle, dass ich noch gar nicht richtig bremse. Ja, wenn ich durch. War nicht schlecht. So, also ich muss sagen, heftig. Hätte ich nicht gedacht. Was so ein bisschen Reifen ausmachen. Auch gefühlt die Stabis. Also das Auto wankt jetzt zwar vorne mehr, aber gefühlt hat es definitiv mehr Traktion. Also ich bin Fan von den Sitzen auf jeden Fall. Ja, ist zehnmal geiler, ne? Ja. Ist endlich mal Autofahren hier. Kann ich. Jetzt fehlt deine Leistung. Ja. So, Wassertemperatur 98 Grad, das sieht auch gut aus. Fährt Welten. Geiler, ist endlich so ein bisschen Rennwagen-Feeling hier. Und ich merke auch, dass jetzt langsam die Reifen erst richtig Traktion bekommen. Alter. Ich sehe auch schon über 1G. Das ist auch gut. Ja, super. So, und jetzt gucken wir mal. In der Kurve nach Startziel hat er letztes Mal geregelt, ob er das so auch macht oder ob er da vielleicht mit dem TTC an das nicht mehr macht. Ja doch, er blinkt auch, aber er regelt anders. Fühlt sich natürlich mit besser an, aber ich weiß, dass mit wieder mehr auf die Bremse gehen wird. So, gefühlt werden die Reifen vorne jetzt schlechter. Er fängt an, ein bisschen zu untersteuern. Ich vermute mal, das liegt daran, dass der Luftdruck jetzt zu hoch sein wird für die Reifen. Deswegen machen wir jetzt noch eine Runde. Es fühlt sich ein bisschen rutschiger an. Eine Runde und dann, man hört auch, dass sie leicht anfangen zu quietschen. So, 103 Grad Wasser, das sieht auch gut aus. Boah, ich habe auch 103 Grad Wasser, ey. So, das war tatsächlich gerade schon eine 2 Minuten 11, sprich, wir sind zu zweit gerade schon unsere Zeit vom letzten Mal gefahren. Und ich bin immer noch eigentlich gar nicht am Bremsen, um die Bremse so ein bisschen zu schonen. Ja, das wird gut. Junge, Junge, Junge. Das wird gut. Ja, das heißt, wir fahren das Baby jetzt mal kalt. Ich würde sagen, dann checken wir Luftdruck und dann würde ich, glaube ich, schon alleine auf eine schnelle Runde losfahren. Machen wir so. Aber ganz anderes Auto, ne? Ja, komplett. Vor allem mit diesen Querlenkern bekomme ich endlich mal richtig Feedback, was das Auto an der Vorderachse jetzt macht. Leistungsmäßig würde ich sagen, sind wir definitiv auch weiter vorne, oder guck mal, wie schön der hier jetzt umfährt, ne? Ja. Das war mit den alten, meine ich, ich kann mich viel, viel mehr aufs Fahren konzentrieren. Vorher war es ja so,
mehr im Sitz festhalten, ne? Ja. Als eigentlich fahren. Und jetzt kann ich tatsächlich hier mal ein bisschen agieren. Ja, das war nochmal eine schöne Runde, wa? Ja, aber läuft auf jeden Fall schön. So, jetzt gucken wir mal Luftdruck. So, wir riechen auf jeden Fall Bremse. Also hinten ist noch nicht ganz warm. Hinten würde ich jetzt mal gefühlt sagen. Oder? Also hinten sind die Reifen auf jeden Fall noch nicht 100% warm. Deswegen gehen wir jetzt mal runter auf 1,8. Weil die werden auf jeden Fall hinten noch noch wärmer werden. Ja, und hier sieht man halt wieder, wie es qualmt. Also die nächste Thematik ist auf jeden Fall unsere Bremsenbelüftung. Die müssen wir auf jeden Fall noch fixen. So, vorne waren wir mit unserem Kaltdruck schon gar nicht so schlecht. Sind schon nicht schlecht warm. Ich mache mal 1,9. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas sehen vom Schleifen. Also ich glaube, es war tatsächlich diese Kante hier. Hier so ein bisschen, ne? Ja, weil da ist auch irgendwie genau. Gummi dran, ne? Ja, weil es fühlt sich auch so an, als wenn es nur wirklich wenig ist. So, der hat ein bisschen mehr. Der ist auch tatsächlich schon wärmer. War doch auch so, dass die rechte Seite mehr belastet ist hier auf der Strecke. Der ist richtig. Das warst du als Beifahrer. Ja, zu viel Gewicht. So, nee, aber ich bin mit den ersten Upgrades auf jeden Fall happy. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und ich behaupte, das wird noch gut. Zack. Ja, ich würde sagen, du kannst ja ein bisschen von außen filmen. Ja. Und wir bereiten das Auto für eine Fastlap vor. So, jetzt haben wir die 100 Kilo ausgeladen. Nee, Spaß, ich hoffe. Jetzt merken wir nochmal eine kleine Differenz. Und man darf immer nicht unterschätzen, Beifahrer zu keinem Beifahrer ist schon immer, ist schon ein bisschen was. Aber ich muss wirklich sagen, krass, Welten, wirklich Welten. Einfach auch vom Feeling her, vom Fahren her, wie das Auto einlenkt, wie er bremst. Noch haben wir nicht gebremst, aber ich merke jetzt schon, dass wir mit der Bremse jetzt langsam am Ende sind. Weil jetzt haben die Reifen einfach so viel Traktion, dass man auch mal richtig bremsen kann. Und ja, das macht der Schwimmsattel vorne einfach nicht mit, egal welche Belege drauf sind. Ne? Und ich fahre eigentlich schon extrem bremsenschonend. Aber wir schauen mal, was jetzt so alleine geht. So. Und los geht's. Selbst berghoch fängt er jetzt an, ein bisschen durchzudrehen. Das heißt, da war die ganze Zeit
Sicherheit definitiv das TTC abregeln. Wenn da natürlich das TTC die ganze Zeit geregelt hat, ist es kein Wunder, dass die Bremse so brutal heiß wird. Und überlastet ist. So, und jetzt wollen wir uns mal Stück für Stück an eine saubere Linie rantrauen. Wir sind jetzt 5 Runden gefahren. Jetzt ist erstmal Mittagspause. Aktuelle Zeit 2 Minuten 6,55. Schon gar nicht so schlecht. Das ist ja schon mal 4 Sekunden besser als sonst, wa? Haben wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 126 km/h. Finde ich auch schon gar nicht so verkehrt, ne? Wenn man überlegt, wie eng das hinten ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Minimale Schleifen können wir aber vernachlässigen. Man sieht an den Reifen nichts. Das wird wirklich nur ein Tümpchen sein. Jetzt nach 5 Runden hatte ich wieder das Gefühl, dass vorne ein bisschen abbaut. War auch tatsächlich so, Luftdruck war schon wieder über 2 Bar. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen abgelassen. Und extrem cool zu beobachten. Lasse ich das ESP und TTC aus, dann fängt er tatsächlich jetzt an, berghoch sogar mal durchzudrehen. Und genau das wären nämlich die Momente gewesen, wo der die ganze Zeit vorne die Bremse angetaktet hat und deswegen war unsere Bremse so krass verschlissen worden. Also jetzt wurde das besser. Sieht natürlich immer noch scheiße aus, aber die war halt schon scheiße. Aber es ist zumindest so, dass das Ding konstant bleibt. So, und jetzt gibt es so 2-3 Stellen, wo ich mir sicher bin, wo man noch ein bisschen was holen kann. Aber ich würde sagen, das machen wir nachmittag. Und schon 2 Minuten 8. Und jetzt heißt es immer saubere Linie fahren. Hier nach ganz außen. Toll. Maximal Schub mitnehmen. Wie lief's?
So, das waren jetzt nochmal 10 Runden. Also konstant 2 Minuten 7. War wieder eine 2 Minuten 6 dabei. Aber was halt cool ist, wirklich das Auto fährt jetzt, ich würde jetzt mal sagen, Rennstreckenbetrieb, so wie er hier steht, konstant 2 Minuten 7 geht ohne Problem. Luftdruck bleibt konstant, Wassertemperatur bleibt konstant. Man kann es, ohne sich zu verausgaben, konstant fahren. Es gibt 2-3 Stellen, auf die ein bisschen tricky sind. Alles andere ist aber wirklich noch voll kontrollierbar und relativ einfach. Das ist zum Beispiel noch so eine Stelle da. Da muss man so mehr oder weniger auf dem Curb anbremsen. Das ist immer so ein bisschen vom Gefühl her eklig. Ja, aber ich denke, wir haben uns 5 Sekunden verbessert. Das war auf jeden Fall wieder ein Riesenschritt. Witzig ist auch, man merkt, dass das Ding durch die Ansaugung schon deutlich mehr Leistung hat oder weil es ein bisschen leichter ist. Weil es gibt jetzt eine Stelle, wo du volles Ballett in Begrenzer fährst, dritte Gang, hast aber noch so 20 Meter bis du bremst. Das heißt, du bleibst einfach im Begrenzer lieber drauf stehen. Das hat er vorher nicht gemacht. Schalten lohnt sich da nicht, sagst du? Nee, nee. Okay. Dadurch, dass wir jetzt das ESP aus haben, ist vorne auch das TTC aus. Das TTC war, wie gesagt, der Grund, warum die Bremse vorne so schnell heiß wurde und runter war. Weil der bremst die ganze Zeit das innere Rad, was durchdreht, ein. Jetzt gibt es etliche Stellen, Mausefalle hoch und so, wo das Ding tatsächlich mit einem Rad durchdreht. Das heißt, ich sage, die nächsten sinnvollen Upgrades sind theoretisch vorne eine Sperre. Da müssen wir leider das Getriebe für ausbauen, dass der Punkt auf jeden Fall weg ist. Und ich glaube, als nächstes, klar, mehr Leistung geht immer. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir uns, glaube ich, mit dem Rennfahrwerk Gedanken machen müssen, weil der beim Einbremsen hinten noch zu weit ausfedert. Also wir müssten jetzt anfangen, entweder das Auto hinten runterdrehen, geht nicht, weil da keine Verstellung dran ist, oder halt den Ausfederweg hinten die Zugstufe ein bisschen härter machen. Aber ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an Bilzer Werk, dass wir wieder teilnehmen durften. Und wir sehen uns im nächsten Video mit den nächsten Updates. Achso, stopp! Eine Sache muss ich mal kurz betonen, weil Selim sich auch immer so viel Mühe gibt. Hier ist jetzt ja wirklich ein TÜV-konformes Straßengewinde drin, auf Straßenhöhe. Wenn man sich überlegt, 2 Minuten 7 für ein Straßengewinde, alle anderen Autos, die hier so rumfahren, 2 Minuten 6, da ist eigentlich bei fast allen Autos immer ein richtiges Renngewinde drin. Da muss ich wirklich sagen, das haben die Jungs top hinbekommen. Fährt richtig, richtig, richtig gut. Also ich bin echt mal gespannt, ob man da im Rennfahrwerk überhaupt noch so viel mehr rausholt und wo so die Unterschiede sind. Ich glaube, am meisten merkt man es fast beim Bremsen, weil da ist mir das Auto aktuell noch am untersten. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.